Hallo und herzlich willkommen bei Skyrim mit dem Spore und The Sexy Hexy Ella. Ich gebe euch Deckung. Was? Geht ihr voran? Ja, aber ich wollte ja da rein. Da rein wollte ich, ja? Wir müssen, glaube ich, darum. Alter, es tut mir nochmal echt wahnsinnig leid für die Sucherei hier mit diesen blöden Kräutern, die wir da echt verplempert haben, muss ich ja sagen. Verplempert haben wir die. Will ich mich jetzt verarschen oder was? Achso. Die wir da echt in der Suche da ohne Ende investiert hatten. Es tut mir wirklich furchtbar, furchtbar leid. Wir haben ja echt fast zwei Folgen, ja gut, eineinhalb Folgen. Eineinhalb Folgen haben wir echt mit dem Suchen dieser Nierwurzen verbracht. Und ging echt eigentlich auf keiner Kuhhaut mehr, aber ich wollte sie unbedingt, suchen. Es ging einfach nicht anders. Öffne Turm von... Patzak. Es ging einfach nicht anders. Ich wollte einfach weiterkommen. Ich wollte es einfach beenden. Ich wollte es einfach alles finden und machen und nehme bestätigtes Buch. Ich wollte es eben... ja, einfach beenden. Ja, ich wollte die Quest jetzt einfach nicht bei uns sitzen lassen und dann nachher sagen, ja, das war's. Ja, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt keinerlei Lust drauf. Hatte echt, war irgendwie sehr, umso näher wir kamen, umso mehr war ich ja auch inspiriert, beziehungsweise auch ja, war mein Entdeckergeist oder mein Suchgeist. Das Lösegeld für Zarek. Schauen wir uns mal eben an. Das Lösegeld für Zarek. Unterbücher. Lösegeld für Zarek. Hallo? Will ich lesen? Achso, das ist ein Band. Ist so ein Buch. Ich dachte schon. Das ist einfach nur ein normales Buch. Die lese ich jetzt nicht. Weil dann komme ich mit dem... Hallo, Ella. Ella! Mann! Kommen wir nämlich mit den... Mit dem Let's Play nämlich gar nicht mehr klar. Gucken, ob die jetzt kommt. Ja, jetzt kommt. Aber mit der Karte konnten wir jetzt hier nichts machen, ne? Nein. Das giftig ist, was hier durchströmt. Ich hoffe nicht. Apropos giftig, ich glaube, wir sind noch vergiftet. Aber das machen wir dann gleich nachher einfach, wenn wir hier fertig sind. Wer weiß, wie oft wir noch vergiftet werden. Wer weiß, wie oft wir noch vergiftet werden. Auch hin. Okay, hier können wir einfach nichts machen. Dann laufen wir einfach weiter hoch. Da können wir wohl, da ist noch irgendwas. Vor allen Dingen Skelette sind hier. Von Drott. So was zum Beispiel lesen wir dann einfach. Ich war nie einer der. Moment, ich wollte doch gar nicht. Ja, ich komme immer falsch klar mit den Umblättern. Ich war nie einer, der über sein eigenes Leben schreibt. Die Königspriester von einst verdienten zwar, dass ihre Geschichten erzählt wird, aber Drott ist ein
einfacher, ist ein einfacher Mann. Deshalb ist dieses hier kein Tagebuch und ich erzähle auch keine Geschichte. Aber diese teuflische Maschine hat sich in meinem Hirn festgesetzt und ich werde erst gehen, wenn ich es kapiert habe. Der ganze Mechanismus ist so leblos wie ein toter Horker, wenn er den Kasten nicht hat. Erst als ich den Kasten ins Loch getan hatte, ging das Gerät an. 5 Ringe, aber nur 4 Knöpfe. Die meisten davon funktionierten sowieso fast nie. Wenn die Lichter in einer Reihe stehen, öffnet sich mehr, aber das scheint auch nichts zu nützen. Bewegt sich nur irgendeine andere verdammte Sache. Der alte verlauste Khajiit, der mir den Würfel verkauft hat, sagte, das Licht durch das Wissen durch die Maschinen ruht auf dem Würfel. Daran kann ich mich erinnern, weil ich das wiederholen musste, bis ich ihn erwürgen wollte, was ich dann auch tat. Habe versucht abzuhauen, aber oben Wölfe und diese augenlose Missgeburt draußen vor dem Turm muss hier bleiben, bis ich es richtig kapiert habe. Und ich werde es kapieren. Gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich laufe hier mal eben eine Runde. Ringe. Aktiviere Schalter. Aktiviere nichts. Aktiviere Schalter. Aktiviere Schalter. Steht gar nichts. Hallo? Nein, ich wollte mich nicht setzen. Schalter kann ich irgendwie noch nicht aktivieren. Ich habe das mal eben an hier. Ich gucke auch mal eben aus der Tür. Ich gucke mal eben hier rein, ob hier irgendwo noch was Besonderes ist. Himmelsrand. Ne, ich will ja noch nicht nach Himmelsrand. Irgendwas muss ich hier machen. Aber ich habe kein Peil, was ich noch machen muss. Das hat auf jeden Fall damit zu tun. Was müssen wir damit machen?
Fehlt uns denn irgendetwas? So. Wir nehmen den Würfel. Aha. Vielleicht kann man den Würfel hier? Nein. Hier nicht, ne? So, okay. Ah, Ella. Hier auch nicht. Ich kann den Würfel nur hier rein. Eins. Hängen hier gerade ein bisschen fest. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Okay, die dreht sich dann in die andere Richtung, richtig? Die dreht sich so rum. Ah, Moment, da passiert was. Nächster Schalter. Und der dritte Schalter. Soll ich jetzt dran gehen? Okay. Ich speichere mal. Ich habe den ganz bösen Verdacht, dass gleich irgendwas passiert. Schriftrolle der Alten. Habe ich. Und jetzt? Abgeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. Das Wissen der Alten. Begonnen Alduins Fluch. Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeit. Wunde. Nee. So, okay. Ella? Kommt gleich. So, öffne Himmelsrand. Ja, sauber, endlich, hier läuft. Zwergenruinen sind wegen ihren türkischen Fallen. Ja. Hallo? Achso. Cool, übrigens. Wo sind wir denn jetzt hier wieder rausgekommen? Ich bin ein wenig überfragt und überfordert. Jo, nehmen wir einfach mal aus, lecker. Ach. Stimmt, ich hatte versprochen, ich ziehe Ella mal um hier einmal. Das mache ich jetzt mal. Komm, mache ich jetzt mal. Ich habe versprochen, ich mache das. Also mache ich das auch. So. Das wollten wir da anziehen. Das funktioniert leider irgendwie nicht. Das, glaube ich, sollte man nicht machen im Let's Play. Oder ich muss die Stelle rausschneiden. Ach, die Boots. Ja, egal. Ich wollte jetzt mal aufpassen, dass ich natürlich nicht meine Klamotten wieder abziehe. Komm, ich mache das jetzt mal. Übrigens war die Mod auch eine Empfehlung von jemandem. Beziehungsweise das Outfit war eine Empfehlung von jemandem. Sehr nice. Ich meine, gefallen mir echt so alternative Outfits. Gefallen mir immer sehr, sehr gut. Oh, Rüstung 81. Das werde ich mir mal angucken. Machen wir gleich. In Ruhe. Ich wollte ja jetzt einmal gezeigt haben. Das mache ich jetzt auch. Ich muss mal eben die Sachen alle hier reinpacken. Ja. Muss nur einmal eben. Sorry. Aber sonst finde ich die ganzen Klamotten nicht mehr wieder. Und von der Ella auch nicht. Also zieh ihr mal eben die Klamotten hier um. Ja, dauert ein paar Minütchen, aber das machen wir jetzt mal irgendwie so ganz schnell zusammen und dann haben wir es gleich auch. So, zack, 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 zack. Was wir alles mittlerweile angesammelt haben, ne? Ist echt, echt erstaunlich.
eigentlich immer so, alle so ganz schnell. Achso, Handschuh. Was ich ja eigentlich toll finde, man kann ja echt super. War nix. Zerschlissene Hose steht. Ich habe gerade zerschissene Hose gelesen. Alter. Es ist schon soweit, ne? Es ist schon soweit. Moment, ich wollte mal einmal gucken. Die Boots wollte ich hier mal angezogen haben. Spaß ist halber. Ob sie die anzieht, weiß ich jetzt gar nicht. Und irgendwas von. Das war ganz ziemlich weit unten. Hallo? Hallo? Fixen war das, glaube ich. Ne, von Templars. Next 6. Wollte ich einfach mal ausprobieren. So, einmal Ella. Bin immer noch da. Ich möchte Dinge mit dir was tauschen. Soll ich nehmen? So, ich hoffe jetzt hier aber, ne? So, die hat auch ein Tagebuch. So, die hat jetzt hier noch die Katie-Klamotten an. Nehme ich ihr gleich weg, ja? Nehme ich ja am besten jetzt eigentlich direkt mal weg. So, zack. 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 Kriegen wir mal ein Kister, können wir eigentlich lassen. Hier die Boots. Trägt sie ja leider nicht. Katharinas Boots. Katharinas Glows trägt die leider auch nicht. Klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. So. Das ziehen wir jetzt an. Oh. Und die. Wo waren die jetzt? Achso, hier. Ziehen wir ihr auch an. Und dann gucken wir jetzt einfach mal einmal. So, Achtung, wir gehen mal raus. So, ein bisschen frisch. Hier, Ella. Komm mal her. Es wird auch noch dunkel. So, einmal Ella. Trägt leider nur, wie gesagt, ihre eigenen Schuhe. Hier, ein Pracht. So würde ich ja die ganze Zeit mit ihr rumlaufen. Ganz ehrlich gesagt, da würde ich ja die ganze... Hallo! Aber dann wäre ich, glaube ich, vom Spielen zu doll abgelenkt. Sie trägt ihren Ring ich übrigens. Ich bin direkt hinter euch. Ob das da dran liegt? Nee, oder? Mich mit den was Dingen soll tauschen. Ich nehmen? So, ich wollte ja noch was mit ihr getauscht haben. So, pass auf. Nein, das ist... Achso, ich habe zweimal Boots of Skill. Achso, ja gut. Arena Builds, ich weiß nicht, ob die das dann anzieht. Keine Ahnung. So. Doch, zieht die an. Ich würde einmal den Ring der Magister mal ihr gerne eben abnehmen. Ja, dummerweise, sie hat eben diese Handlinge an. Hm. Ihr geht vor, ich folge. Ja, hat sie direkt angezogen. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das ist auf jeden Fall das neue Outfit. Ja, was wir letztens gecraftet haben. So, müssen wir gleich nur hier gleich wieder finden alles. So. Ich gebe euch Deckung. Ja, aber ich glaube, das lenkt uns einfach vom Spielen zu viel zu sehr ab. Von daher, wir lassen es einfach wieder. Von daher, zieht ja doch an. Sieht ja doch an. Also auf jeden Fall das. Können wir uns auch mal angucken. Das nehmen wir uns wieder. Komm, das gucken wir uns auch mal an. Dann mal los. Nice. Hallo Ella. Hallo Ella. Ja, you sexy hexy Ella. Hier. Ein Hauch von String? Ist da noch ein String dazwischen? Ja, hallo, du hübsche Schönheit. Na? Bin immer noch da. So. Was soll ich nehmen? Deine normalen Klamotten wieder, die wir dir angelegt hatten. So, was passiert denn, wenn ich ihr die wegnehme? Dann sieht sie wieder ganz normal aus. Genau. Dann sieht sie wieder ganz normal aus. So. Wir geben ihre... Das war's nicht, das war's auch nicht, das war's auch nicht. Wir geben ihr die Katharina Armor, Katharina Bells, Katharina Boots, los, Katharina Platten.
Könnte man hier eigentlich auch geben, ne? So. Oh doch, das ist, sieht lustig aus, die Mischung eigentlich. Sieht recht lustig aus. Sieht recht lustig aus, die Mischung. Nein, nehmen wir ihr weg, wieder. Brauchst du nicht. So. Strumpfband zieht sie an, okay. Hat man hier sonst noch irgendwas getrunken? Gut, das können wir ihr beide geben. Also, ja, alles. So. Ihr geht vor, ich folge. Da hat sie jetzt eben das Strumpfband noch an, von daher. So sieht sie wieder ganz normal aus, wie unsere Ella eben aussah vorher. Den komischen Hals da auch schon da. Ich muss da nochmal eben nachgucken. Noch sieht irgendwie ein bisschen komisch aus gerade. Was soll ich nehmen? Ja. Komm, die Klappe. Ja, die Armschuhe legst du leider auch nicht an. Müssten wir vielleicht mal bei einer anderen Begleiterin ausprobieren. Auch noch mal. Können wir das Outfit ja nochmal testen. Können wir das Outfit ja nochmal testen. Gucken. Nein, das lenkt einfach. Ja, und dann lenkt natürlich auch generell ab vom Spiel. So. Keine Ahnung genau, warum der jetzt da so in dieses Katharina Place. So, dann haben wir alles ihr von Katharina gegeben. Ja, dann können wir ihr auch noch geben. Geht ihr voran? Ja, ich hole aber erstmal meine Sachen wieder. Wenn es denn recht ist, liebe Madame. Ja. So, einmal. Alles. Zack. Hallo? So, da haben wir unsere Ella wieder. So wie wir uns kennen. Ja, das war das. Wollte ich euch doch mal jetzt. Nachdem ihr jetzt so lange hier ausgehalten hattet, ganz ehrlich, mit der blöden Suche nach den Sachen da. Wollte ich doch euch mal was Gutes tun und dann habt ihr da mal was zu sehen bekommen. So. Oh, ich glaube, wir kriegen Stress. So, aber ich glaube, wir kriegen nicht lange Stress. So, ich wollte noch mal. Hallo, mein Freund. Welch glücklicher Zufall, dass ihr auf eurer Reise einem Barden begegnet. Was macht ihr draußen? Die besten Geschichten sind die, in denen es um Abenteuer geht. Wer könnte solch eine Geschichte schreiben, ohne zuvor eins erlebt zu haben? Richtig, ja. Tja. Nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Tane eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Ja, will ich ja nicht. Wollte nur. Naja. Also ich rette dir hier deinen Hintern, wa? Und das ist der Dank dafür. Blöder Kopf, du blöder Kopf. Naja. Ist in Ordnung. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das habe ich jetzt. Ups. Ich wollte wieder nichts markieren. Nein. So, wir müssen. Wo müssen. Eieiei, wir müssen da hin. Aber vorher will ich eigentlich noch so ein bisschen was entdecken. Was das Vorteil ist, wir brauchen hier, glaube ich, auch gar nicht aufhören mit dem Spielen. Ob ich dann natürlich noch so viele Folgen raushaue, ist die andere Frage. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht so schnell aufhören mit dem Spielen, selbst wenn wir durch sein sollten. Weil, das Spiel hört eigentlich gar nicht auf. Es geht weiter, wenn ich es richtig verstanden und gehört habe. Das hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich das habe. Ist hier sonst nichts.
Außerdem wollte ich hier ehrlich gesagt noch ein bisschen, so haben wir schon, noch ein paar Mods ausprobieren. Von daher, hallo du Huhn! Hallo du Hühnchen! Hock, hock! Die Hälfte des Feldes sollte reichen. Das halbe Feld? Braucht man nur das halbe Feld? Ich glaube nur, dass die Bestäubung einfacher vonstatten ginge, wenn ich mehrere Pflanzen gleichzeitig bearbeiten könnte. Warum reden wir nicht später darüber? Wenn ihr etwas braucht, sprecht mit meinem Mann, Vantus Loreus. Oder einfach. Ach, um Maras Willen, was gibt es denn jetzt? Stimmt was nicht? Etwas nicht stimmt? Er fragt, ob etwas nicht stimmt? Ja, verdammt nochmal, etwas stimmt ganz und gar nicht. Oder habt ihr unten an der Straße vielleicht diesen kranken kleinen Mann im Narrenkostüm übersehen, der auf den Namen Cicero hört? Dieser Verrückte hat mich sicher schon 5-mal gebeten, sein zerbrochenes Wagenrad zu reparieren. Er will ein Nein einfach nicht akzeptieren. Warum kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Und nicht das probieren. Ich bin absolut sicher, dass er euch bezahlen wird. Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Habt ihr den Mann gesehen? Er ist völlig verwirrt. Ein Hofner? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Er sagt, es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Simon Falken, das ist was dran, was kann ich... Nun, da wäre schon etwas. Es gibt da diese Wache. Patrouilliert die Straße, auf der dieser verrückte Hofner unterwegs ist. Sie kommt ziemlich oft hier vorbei. Ihr könnt den Verrückten doch melden. Wie wäre es, wenn ihr behauptet, er habe irgendetwas Rechtswidriges getan? Nee. Dadurch wäre ich ihn wenigstens los. Nein. Was meint ihr? Nein. Ich verurteile ihn. Na schön, wie ihr wollt. Aber ihr täuscht euch. Seht euch diesen Verrückten doch nur an. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, aber er muss einfach irgendetwas verbrochen haben. Begonnen, verspätete Begräbnis. Überredet los oder... Erstmal looten wir natürlich alles. Wir brauchen hier Fressalien unbedingt. So. Wenn ihr etwas braucht, sprecht mit meinem Mann, Vantus Loreus. Oder einfach Loreus, wenn es euch nicht stört. Ja, mich stört es nicht, aber der Alte hat einen an der Waffe. Schade, dass man die Dinger hier nicht mitnehmen kann. Finde ich echt schade ein bisschen. Hallo? Als ob dann so groß wäre, weißt du? Ob wir den anders ich dachte, wir hätten nichts mehr zu bereden. Oder habt ihr euch mein Angebot überreden? Ihr wisst, noch einmal dass ihr überlegen? Ihm helfen solltet, überreden? Na komm. Ja, ihr habt ja recht. Ob er nun verrückt ist, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls braucht er meine Hilfe. Und wenn ich ihm die verweigere, was sagt das dann über mich aus? Hm? Richtig. Also, danke. Und bitte verzeiht meine Unfreundlichkeit. Na, geht wenn schon. Wenn ihr mit Cicero redet, sagt ihm bitte, dass ich ihn bald treffen werde. So, sprich mit Cicero. Wo ist der Verrückte denn? So, da stehlen das Pferd. Wir sprechen mal mit ihm. Arme Mutter! Ihr neues Zuhause scheint so weit entfernt. Wirklich? Ja. Er hat zugestimmt? Oh, Fremder! Ihr habt Cicero so glücklich gemacht!
so jubelnd und ekstatisch. Aber es kommt noch besser. Viel besser. Auch meine Mutter dankt euch. Hier, für eure Mühe. Schimmerndes, klimperndes Gold. Ein paar Münzen für eine gute Tat. Danke. Danke noch einmal. Der hat vielleicht nicht einen an der Waffel, aber ja gut. Aber gut, wer hat keinen an der Waffel, ne? Wer hat keinen an der Waffel, frage ich mich da. Wir haben nur alle einen Schatten, einen neben uns herlaufen. Ticken nicht mehr ganz sauber oder wie auch immer. So. Was haben wir denn hier? So, wir werden die Junge das nicht. Ich hab immer noch nicht. Hallo? Hakelte gerade ein wenig. War der Kaiser nicht hier? Sah auf jeden Fall so gerade aus. Irgendwie. Naja, egal. Etwas übersehen, da etwas nicht entdeckt. Oder wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind hier. Ach so, das ist die Drachenfeste, ist das. Die Drachenfeste da oben, ne? Das ist die Drachenfeste. Oh. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Eigentlich schon. Ihr seht so aus, als könntet ihr ganz schlecht mit Gold umgehen. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch, Dummkopf. Ihr hättet nie herkommen sollen. Nicht daran. Geht auf, solange ihr noch könnt. Komm her noch! Mann! Maik weiß viel und erzählt nicht alles. Maik kennt viele Dinge, die andere nicht kennen. Wenn du mir danken wolltest, ich bin hier. Blöde Kuh. Hier haben wir das Badehaus. Was haben wir denn da noch? Oder haben wir das Badehaus ersetzt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Bartings Badehaus. Wir können ja mal einmal reingehen. Muss man wieder aufpassen. Wir können ja hintenrum mal eben laufen. Wollte mal eben wissen, was ist das denn hier? Basement. Öffne Tür. Schönen guten Tag. Hier ist jemand. Ruhe ist leer. Wir können ja in dem Bett sogar schlafen, wissen Sie gerade. Schade. Oder ne? Kommode durchsuchen ist doch. Das ist doch was. So, dann drin. Schmiedesachen. Komm raus da. So. Was ist das hier? Oh.
Das ist das. Entschuldigung, muss man eben. Ah. Oh. Erleichternd. So. Den Kackeimer nehme ich bestimmt nicht mit. Was war für ein Buch? Schädigtes Buch wollen wir auch nicht haben. Hier, das nehmen wir auch mit. Ansonsten brauchen wir eigentlich gar nichts. Ne? Ansonsten lapidar. Das haben wir nicht gemacht. Da einer? Ne, nicht einer. Nur ein bisschen da das Schwimmbecken. Hat man echte Detail. Aua. Ja, mit den Details hier echt schön gemacht, finde ich. Ganz großes Lob an den Entwickler. Großes Lob hier so, ne? Dann sammelt sich hier so ein bisschen das Wasser. Sehr, sehr großes Lob an den Entwickler. Wie ich finde. Ne? Entwickler gehören ja auch gelobt. Die gehören ja auch gelobt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was hier unten drin war. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Truhe ist leer. Hier aber Wasser. Nein, 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 komm nicht rein. Ich weiß nicht genau warum. Keiner zieht sich aus, aber die Ella, die ist, sobald sie im Wasser ist, weiß ich nicht, ist sie nackt. Ich weiß nicht warum, die hat ja Klamotten an. Ich weiß nicht, ob das hier an den Klamotten liegt. Wehe. Ob es hier an den Klamotten liegt oder so. Ich weiß es einfach nicht. Wir gehen mal rein und dann gehen wir mal ein bisschen Sightseeing machen. Und dann beenden wir nämlich auch schon die Folge und ja. So, na genau, das sollten die machen, ne? Hier Bikini anziehen oder sonstiges. Da könnten wir vielleicht noch was Nettes für anderes installieren. Fällt mir gerade mal ein, so eine Mod oder so. Ja. So, hier so was, ne? Also, wie ist ja okay. Ich fürchte, ihr könntet I'm need sein. To bed warmer. Achso, okay, ja. Folge mir, ich brauche eure Hilfe. Und also, bis Quatsch, zum nächsten Gibbet. Mal. Aber, wie gesagt, die Ella macht sich einfach nackig. Ihr braucht etwas? Da halten wir uns. Hier sind ein paar Sachen mehr dabei. Leider eben halt auch auf Englisch. Ich weiß auch gar nicht mehr. Auf Deutsch gab es das auch mal, aber ich schwöre dir, du bleibst da. Was kann ich für euch tun? Hier kann man sogar hugen. Ne? Ich kann denen sogar einen Hug geben. Hier, schön umarmen hier. Oh, nein, 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 nein. Ich hoffe, das hat man nicht gesehen. Ich hoffe, man hat es nicht gesehen. Nein! Ella, zieh dich wieder an. Was soll der Scheiß denn? Wieder weg! Puh. So, auf jeden Fall so einen Hug kann man machen. Und also ein Pipapo. Man kann hier auch schlafen. In egal welchem Bett übrigens. Das finde ich echt sehr nice. Sehr nice. Wie gesagt, vielleicht müssen wir uns einfach hier nochmal so nettere Badeanzüge oder so als Mod installieren. Weiß ich noch nicht so genau. Wäre vielleicht auch sehr nice. Auf jeden Fall, liebe Freunde, das war's von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank für das Dabeisein. Und ja, als nächstes gehen wir nochmal ein bisschen nach Wintersun und werden da ein paar Sachen verkaufen. Und von da aus bewegen wir uns dann zu dem... Ja, Zeitriss. Ciao, Ipopaui, und vielen lieben Dank nochmal fürs Dabeisein. Euer Johnny Do. Ciao.